Da kommt nicht diese Säuferin, die hat ein Problem. Die muss man wirklich mal. Lass mal. Ja, die Musik. Oh. Allen Weibern eine Blume schenken. Danke, das schaut sehr nett aus. Ich meine, oh, danke, das schaut sehr nett aus. Nicht, du bist ja Mickey Mouse. Ich bin so, hallo, ich bin Mickey Mouse. Ich würde gerne Synchronsprecher für die Märchen und Mickey Mouse Folgen werden. Flordance, ja, hallo, hallo Mickey, hallo Goofy, ich bin Mickey. Hallo, Mickey, ich bin Goofy. Ich bin Goofy, ich lache immer so. Ich bin Goofy. Ja, ich bin scheiße, ich kann nicht Disney machen. So, ich aber wirklich, ja. Wie spät haben wir schon? Schon fast eine Stunde. Mein Gott, also, so jetzt, wie ich drauf bin, könnte ich den ganzen Tag, könnte ich 12 Stunden am Stück aufnehmen, aber ich habe nicht die Zeit dazu. Ich muss ja noch schneiden, rendern, bla bla bla, und hast du nicht genäht und, ne, und so weiter und so fort, etc. pp, blibla und blub, und pff, ja, da war ich ja schon mal, genau. Stimmt, da war ich schon mal. Öffnungszeiten, ne? Die Privatwohnung haben auf einmal Öffnungszeiten. Nee, haben wir gar keine. Ah! Da wohnst du also. Ich weiß ja nicht in den Wohnort. Ja, Plastik. Sind die sich aus Plastik gemacht? Ich bin langweilig. Sollen wir bumsen? Kannst du die Zeit vertreiben mit. Nee, wann Schatz. Schade. Die am besten gefügig machen mit irgendwelchen K.O.-Tropfen und dann geht's zur Sache. So geht's leider in den Diskurs heutzutage immer vor. Zu, wollte ich sagen. Naja, egal, falsche Präposition. Deutsch gut. Daumen hoch. Ja. Oh, bah. Warum komme ich mal ans Mikro? Mit meiner linken Hand, mit meiner rechten Hand. Mit meiner linken Hand, sag ich schon. Das fehlt jetzt eben mal. So. Bahnhof hat natürlich auch Öffnungszeiten und Schließzeiten. Das ist doch kein Laden, das ist doch kein Gewerbe. Ist auch ein Familienbetrieb, kein irgendwie so, ne? Obwohl ich. Das wovon. Hallo. Schwupp dich. Kann man nur mal. Ich guck mal nur mal so für Spaß. Tolles Klatschgeräusch. Leute. Schwupp. Und im Gemeinschaftszentrum gehen wir mal nicht. Sondern. Wir gehen mal. Gemeinschaftszentrum, was ich. Ich meine. Die Kneipe, also die Saloon, das meine ich. Gemeindezentrum, Gemeindezenter, Gemeindehaus. Ja. So, bevor ich pennen gehe, ich mache mal kurz meinen Kaffee. Wie gesagt, mein Kaffee wird noch kalt. Ja, ich bekenne mich zu meiner Kaffeesucht, sage ich mal in Anführungsstrichen. Muss ich schlafen? Nee, ich kann jetzt nicht. Ich habe so viel Koffein im Blut, da kann ich nicht. So. Yep, 5 Euro. 5 Euro waren mir diese Nasenpopel wert. Unglaublich. Auf eBay würde ich wahrscheinlich noch nicht mal einen Cent für kriegen. In der Türkei war die. Ja, in Russland. Wodka, Wodka. Ja. Es wird immer wesentlich. Wodka-Teller. Ja, einen Teller habe ich nicht gerade, aber. Eine Kaffeetasse, aber kein Teller. So. Oh, die fühlen sich heute noch dran. Ja, endlich fühlen sie sich mal gut. Und immer wieder. Wenn es wieder den Mund in den Wasser, durch das Wasser laufen lässt. Mit meinem geheimen Kochbuch. Diese Woche. Coleslaw, bla bla bla. Ja, ich weiß es bereits. Das ist kein Wunder. Mr. Hetz. Okay, Punkt. Ich verkaufe Hüte, okay? Pogi, komm zum alten Haus, nein, Pogi. Bringe Münzen. Hutmaus. Spam. Oh, ne. Lieber Rainer, Rainer Keimund. Ich habe so lange her, dass ich von dir gehört habe, mein Liebster. Die Dinge sind heute immer noch so wie früher, als same as ever Beckham. Jogi zurück in daheim. Ich vermisse dich sehr. Liebe Mami, Papi, Obi, Mumi, irgendwas. Ich will nicht den Umschlag mit
ein bisschen Geld. Diesen Weg von Opa, das den Opa für dich übrig gelassen hat. 500 Euro kassiert. Ja. Schwupp, 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 schwupp. Und wuppdi, wuppdi, wuppdi. Da muss einer aber endlich im Museum richtig kräftig abernten. Nee, doch nicht Pars, nicht Parship essen. Wupp, so. Blubber, wie ist auch noch hier? So. Ja, jetzt muss ich natürlich nochmal. Ich erkläre, was ich meine. Gießen, voll machen! So. Und um 9 Uhr beginnt wahrscheinlich die ganze Party. Die Party beginnt zu steigen. Einige mögen vorglühen. Ich glühe nicht vor, ich brenne schon die ganze Zeit drauf. Und zwar so sehr, dass ich, naja, egal. Körpertemperatur 1000 Grad Celsius. Nee, mein Scherz war. Mein Gott, was erzähle ich da für Nonsens? Ich kann nicht gut unterhalten, ich kann überhaupt nicht. Ich habe immer die Befürchtung, OBS, also mein Aufnahmeprogramm, wird wieder eine scheiß Bildqualität abliefern, so wie in den letzten 2 Folgen der 3. Aufnahme. Da habe ich gesehen, dass im unteren Reihe hier unten die ganze Zeit extrem am Epileptiker flackern war. Warum auch immer, fragt mich dann, ist irgendwie ein scheiß Bug. Und wenn das hier wieder vorkommt, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ich sehe das nämlich gar nicht. Ich merke das nicht, ich kriege das einfach nicht mit, wenn man mit nur einem Monitor aufnimmt. Ich habe wirklich nur einen. Ich habe zwar 2 Monitore rumstehen, ich habe aber nur einen. Der Blöde ist halt, ich habe mir eine neue Grafikkarte gegönnt vor einiger Zeit. Und die hat keinen VGA-Anschluss. Der Monitor, mit dem ich hier aufnehme, der hat VGA, HDMI und DVI. Und der Monitor, der zweite Monitor, der hat nur VGA und DVI. Und das Blöde ist, ich habe kein DVI-Kabel. Und die Karte hat nur einen HDMI-Anschluss. Ich habe aber gleich 3 HDMI-Kabel, glaube ich. 3 oder 4 Stück habe ich. Ich verliere das mal hier, weil... Die können ja immer noch gewonnen. So. Ich mach mal den ganzen Scheiß hier weg. Schwupp dich, wupp dich. Muskeltraining. So. Wupp dich, yeah. Mein Gott, wie bin ich gut heute drauf, heute gut drauf. Ich sollte öfter mal am Nachmittag aufnehmen, wenn ich die Zeit dazu habe, aber... Ja. Nicht alles ist Gold, was glänzt. So. Beginnt nicht die Blumentanz? Bom, 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 hallo. Oh, oh. Wackersteine für den Bürgermeister mal wieder. Bürgermeister, Bürgermeister. Bürgermeister, Bürgermeister. Geduldet Bürgermeister. Bürgermeister, Bürgermeister. Ja, la, la, la. Bürgermeister, Bürgermeister. So. Toll, wie du mit dem R immer so komisch. Ja. Na egal. Bürgermeister. Ja. Wo findet denn dieses komische Fest eigentlich? Ich weiß, Feiertag heute mal wieder. Bum. Lieber nicht beobachten lassen. Ich bin unfein, ich bin unsauber, ich bin dreckig, ich wühle in Eimern. Bombada. Steuersammlungen. Murmel, murmel. Frühling-Festivitäten kosten. Murmel, 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 murmel. Was muss ich denn eigentlich an diesem Blumentag machen? Alle haben zu. An Feiertagen schließe ich doch nicht die Bude ab. Was ist denn das für ein Spiel? Mein Gott. Eric Baron. Mr. Baron. Herr Baron. Was ist denn eigentlich in sie gefahren? Ich guck mal. Archäologie, ich glaube the man. Winfred, Achievement. Was muss ich denn eigentlich. Was zur Hölle muss ich eigentlich hier. Hat er mich nicht gesehen? Oder beginnt das erst ein bisschen später? Hey, sorry für das, dass ich sage, ich bin ein bisschen, sorry, entschuldige ihn voraus, wenn ich schon mal, wenn ich ein bisschen unhöflich bin. Ich habe heute nicht so viel geschlafen. Soll ich bumsen? Nee. Oh, scheiße. Habe ich ein bisschen beleidigt, schade, aber... Fremde Post lösen. 10.000 Euro. Manchmal...
aber nur manchmal kommt die Scheiße nicht. Da ist nichts los. Ich geh mal nach oben, vielleicht ist das ja. Aber ich bin scheiße. Was sollte man, was denkst du, man, worüber soll der Text meiner Liebe sein? Marvin, Mining und Shopping Wood. Das ist die DDC. Twins, Überzüge. Da fällt mir Mystery Twain von Elvis Presley ein. Mystery Twain. Choose anything, it will still be there. Das ist die DDC. Peter Fox. Dort am Ende einer Straße steht ein Haus am See. Ich weiß nicht, eine Stadt am See. Hey, da ist du was? Das klingt perfekt, danke! Eine Stadt am See. Sehr gut. Meine Güte! Und ich kann... scheiß drauf. Über ein Haus am See. Ja, da komme ich. An einer Stadt am See. Das tut mir in der Seele weh. Jumbo Jet. War das mal ein Tresor? Scheiße, aber auch. Wollte die Maus ja nicht irgendwas mit Hute? Hute, sag ich schon. Mit Hüten irgendwas? Janimo! Nö, mein Gott. Vielleicht muss ich ja mal wieder hier. War noch dieses Blumenfest? Nee, ach, weiß ich. Ich weiß echt nicht, was eben das Blumenfest auf sich hat. Da muss ich halt ein Jahr abwarten. Ich recherchiere dann später. Ich sollte zu jeder Folge mal ein bisschen recherchieren. Also nicht zu jeder, vor jeder Aufnahme ein bisschen recherchieren, weil. Guck doch mal, wie blöd ich mich hier gerade anstelle. Ich weiß echt nicht, wie, was ich mit diesem Flower-Ding da. Ist ja irgendwie eine Aktion wie bei diesen Oster-Dings der Flower-Dance. Ist ein Osterfest hier irgendwie was oder ist das irgendwie was anderes? Ich weiß echt nicht. Ich hab null Ahnung. Oder findet das um 2 Uhr statt? Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Feiertag, an dem nichts los ist und da musst du halt irgendwie... Ich weiß es nicht, was ich machen soll. Ich sag immer... Nee, kann ich nicht untersuchen. Scheiße, aber auch. Was für ein Mist, aber auch. Und der ist wahrscheinlich auch dicht. Entlocken. Boah, ist wirklich nichts los hier heute. Das war die meist schönste Familienbutterschlange. Allerdings ja. Ist ja die schönste Familie. Der Schmetterling, hier, die sich hier im Stadtgarten gesund haben. Wie sie an der Sonne tankten. Die Bude hat Feierabend. Das ist keine Stadt, das ist ein Gewerbegebiet hier wahrscheinlich. Das ist ein Gewerbegebiet. Das ist alles Gewerbegebiet. Aber dabei weiß man noch, dass man im Gewerbegebiet hier nicht wohnen darf. Also nicht wohnen im klassischen Sinne. Irgendwie so, ja, na, wisst ihr, was ich meine. Hier wird gearbeitet und nicht irgendwie geworben hier Gewerbegebiet. Ich weiß auch nicht, was ich davon sage. Manchmal habe ich das Gefühl, OBS spinnt deswegen, weil der Monitor manchmal irgendwie so, wenn ich am Kabel ein bisschen zuppel, weil manchmal sitzt das, weil das Kabel sitzt manchmal ein bisschen blöd, ein bisschen locker. Und passiert ist das dann irgendwie meine. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das sage. Hat er auch zu? Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Ich lockt, ja, ganz schön locker. Ich nehm's aber sportlich und locker und sage, geh ich doch pennen den ganzen Tag. Ist doch eh nichts los. Mach eine fette Siesta. Was sind diese Dinger hier? Ich weiß es echt nicht. Scheißtag, aber auch. Hallöchen. Das ist ein wunderschöner Ort. Warst du schon mal dort? Welcher Wald war das hier? Ach, den hinten, der meinte. Eine Oktave summen. Oh, Hallöchen, Birkenmeister. Ja? Nein! Nein, doch! Oh! Ist ja unglaublich, unglaubwürdig. Einfach sehr quiet. Schwupp. Dann war es das eben halt im Blumenfest, dann war es das halt, weil.
Ich weiß nicht, ja, oder ist es wirklich, ist einfach nur irgendwie nichts los, ist dieser Tag so, so wie Tag der deutschen Einheit oder irgendwie, der musste nichts Besonderes machen, ist einfach nur, da. Oder wie hieß das nochmal, Oder Buß- und Bettag, ne, diese ganzen Feiertage, da wird auch nicht gefeiert. Warum heißt es eigentlich Feiertag, nicht Ruhetag oder irgendwie so? Da wird auch nicht gefeiert, ein Feiertag klingt irgendwie so, als wenn die Party steigen würde. So, bum, 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 yeah. Hardstyle Party Party, yeah, Hardcore kiffen, saufen, tanzen, ohne Ende. Hallöchen Popöchen. Den Morgen. Morgen. Ich habe heute Morgen ausschließlich auf den Käfer getreten. Ach, Tierquälerei. Da muss ich die Peter einschalten. Also nicht Peter, also Peter wie Peter Lustig, sondern Peter wie PTEA. PETA, ich hab's falsch buchstabiert. Also PTA. Wo steht denn da? Also, ja, ist auch wurscht. Naja, egal, so. Bam. So. Was mischt sich dieser komische Tierschutzverein auch überall ein? Gibt's Wichtigeres zu tun, nämlich Geld abkassieren? Nee, natürlich nicht, ja. Schwupp dich, wupp dich, wupp dich. Tja, mein Gott, mein Gott, mein Gott, ich rede und ich merke noch nicht mal, dass ich rede. Ich merke ja noch nicht mal, dass ich irgendwie, aber pff, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll. Irgendwie du redest, irgendwie kriegst du das gar nicht mehr mit. Also mit einem Let's Playen, das, manchmal, ich gebe dir Tage wie diese, da fällt mir unglaublich leicht, gefühlt 500 Quadrilliarden Wörter in nur einer Minute rauszukacken. Und dann gibst du Tage wie in der dritten Aufnahme, wo ich dann reden, das ist irgendwie so komisch, aber. Ach, weißt du, guck mal, aus Frust, damit ich ein bisschen was zu tun habe, damit es nicht heißt so, was hast du denn gemacht? Gar nicht, ein bisschen assi, du hast gar nichts gemacht. Hallo? Ja, wollen wir ein bisschen in den Ofen steigen? Da war doch diese, wie ich immer, Hänsel und Gretel. Bist du die Hexe? Rein mit dem Ofen mit, rein in den Ofen mit dir, so. Lalalalalala. Wupp. Mal wieder. Wie viel haben wir? Ein. Das dauert ein paar Milliarden Jahre, wie in Minecraft. Da kann es auch mal ein bisschen dauern. Oh. Wie viele Krähen? 14 Krähen! Mann. Da hat aber einer echt ganze Arbeit geleistet hier. Fertig! Hast drei, ja, 3, 2, 1, meins wollte ich schon, das hätte wir aber auch wirklich eBay-mäßig klappen können. So. Ich trinke mir meinen Kaffee, während der ganze vor dich hinredelt. So, Kaffeetasse gerade fertig getrunken, gleichzeitig ist der Ofen fertig geworden. Hallo, ja. Und nochmal. Bis ich kein Kupfer mehr habe. Kupferdrähte sind teuer. In der Anschaffung. Nicht ganz, aber. Ich nehme schon über eine Stunde auf. Ich kann ja mal, ich guck mal. Eine Stunde, zwei Minuten. Ja, doch. Funktioniert wunderbar. Fertig. 3, 2, 1, meins. Und nochmal. Letztes Kupfer. 9 Uhr 40. 9 Uhr 50. Wie viele Krähen hast du? Ein Hüfts geht auf Volk raus. Guten Morgen, Parkuhr. Hallo. Oh, ich hoffe, auch schon. Ah, die können sprechen. Sind das Zauberwesen oder was? Der Zaubermeister. Ich habe da so eine Geschichte im Kopf, die würde ich gerne mal zu Papier bringen. Also wirklich mal wirklich auf Buch mal. Mich als Autor betätigen. Fällt mir gerade ein. Ist es tatsächlich so? Ich habe früher mal, ich habe bis zum letzten Jahr immer wieder mal versucht, mal ein Buch, angefangen, mal ein Buch zu schreiben. Und nach 10, 15 Seiten habe ich aufgegeben. Frag mich nicht warum. Ich bin irgendwie zu faul dafür. Ja, ne, ein Buch zu schreiben. Wer kennt das nicht? Man will sich als Autor betätigen, weil. Ich guck erstmal hier.
Moment, ein bisschen Regen. Wolke mit einer leichten Brise. Will eine Menge Pollen erwarten. Also Blumenpollen. Oh, ah, boah, wie sitze ich so scheiße. Leicht verärgert, ja. Willkommen zu Living of the Land. Fruchtbäume, die haben eine Menge. Die brauchen eine ganze Jahreszeit zum Wachsen. So plane sehr weit voraus. Wenn das Gebiet direkt deine. Wenn die Gegend direkt deinen ganzen neuen Baum umgibt, ist nicht klar, ob es überhaupt mit blablabla bla bla und so weiter. Once you produce a meteor, also wenn du erstmal reifes würdest, leckere Früchte, jeden Tag, während der ganzen Jahreszeit, produzieren, besser starke, statt saving up, ist besser sich mal vorzu, voraus zu planen und sich das im Voraus zu besorgen, also nicht dich einen runterzuholen, sondern wie ganz schön knapp hier aber auch. Mal, die sind immer noch nicht reich geworden. Mein Gott, wie knapp geht denn das eigentlich? Also als Buchautor. Boah, mein Hals. Diese ganze Rederei, das geht ja wirklich manchmal auch ein bisschen auf die Stimme.